synchronisiert. So, da sind wir wieder. Die nächste Folge X3 Farnhams Legacy. Mit einem schönen Blick auf unser Inventar, unsere Stationen. Alle funktionieren wunderbar vor sich hin. Natürlich bis auf dieses Wirrwarr in Omikron Lyre Beta, aber er nähert sich. Er hat, glaube ich, noch 5 Sektoren vor sich. Nur eine Frage der Zeit. So. Teladianium, wie gesagt, das ist jetzt nichts, womit man extrem reich wird. Also das definitiv nicht. Aber so als stille eiserne Reserve in der Hinterhand zu haben, ich meine 20 Millionen, die hat auf jeden Fall, bewegt sie sich in der Gewinnspanne, weil die Fabriken haben ja nicht so viel Geld gekostet, die 5. Gut, ein paar Schiffe musste man ersetzen, aber die sind jetzt auch nicht so mega teuer. Also wie gesagt, dafür ist es ganz gut. Wird es kleiner Nebenverdienst. Natürlich kommt es an den Raketenkomplex und an den Schildkomplex nicht ran, das ist keine Frage. Auch der Bufu-Komplex ist so ein netter Nebenverdienst. Der hat natürlich ein bisschen mehr Geld gekostet, jeweils 4 Fabriken, aber auch der ist ein netter Nebenverdienst. Im Rest brauchen wir gar nicht zu sprechen. Wie schaut es denn hier aus? Okay, mein Uni-Händler in blauer Rüssel, der hat jetzt Rang Nummer 6 erreicht. Das heißt, den werden wir jetzt... Ihr Schiffe, blau, ja, der ist gerade in Bereitschaft, das ist gut. In dem Fall, dann kann ich ihm nämlich den neuen Befehl geben mit dem Plus 1. Dann kann er da weiter leveln. So, wir haben hier übrigens auch noch potenziell nochmal einen. Sollen wir den R kommen, bevor der ewig rumsteht? Wo der ewig rumsteht. Mit dem 2 Millionen, dann haben wir, sind wir zwar wieder ein 200.000, so. Sind wir zwar wieder ein Stück weg von den 100 Millionen. Aber Athene, Panzer Unihändler. Hä? Kostet das mehr? Achso, ich habe immer noch die Schilde nicht. Das war der Grund, warum ich den nicht genommen habe. Ich glaube, das sollte man als nächste, das sollte man jetzt mal kurz zwischenschieben. Wenn wir hier jetzt keinen direkten Auftrag kriegen. Hier drüben gibt es was. Fragen wir mal nach, wenn Sie das nichts ist. Beim Operation bei den Piraten Sie und Sonnenkraftwerk. Der will einen Geier Frachter, nee, den liefere ich ihm nicht. Jetzt kommen, jetzt machen wir das geschwind. Wir sind nicht allzu weit weg. Holen wir die 200er Schilde, fliegen mal wieder in der Heimat vorbei. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Und liefern einfach die Schilde ab. Erreiche Elenas Glück, damit ich den Uni-Händler dann. Sonst steht das Schiff hier völlig nutzlos rum und könnte eigentlich Geld verdienen. Geht aber völlig nutzlos rum. Beziehungsweise hängt an den Andockklammern nutzlos rum. Andockvorgang erfolgreich. So. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen. 13 sind auf Lager. Nehmen alle 13 mit. 200 Megajoule Schild transferiert. 5 2 Gigajoule Schilde sind auf. Komm, wir nehmen da auch 3 Stück mit. 2 Gigajoule Schild transferiert. Und von den 1 Gigajoule Schild auch. Wenn ich eh schon rüberfliege und die 25er kommen, die machen wir voll. 25 MJ-Schild transferiert. Ja, irgendwas. Ah, ja, okay, jetzt verstehe ich. Ich hatte es gerade aufgeregt, was mich da die ganze Zeit an meinem Kopf juckt. Aber jetzt habe ich es wieder gespürt, indem ich hier gerade ein bisschen an der Rufe rumgekratzt habe. Habe mir nämlich die Tage den Kopf an der Kante so dämlich gestoßen, dass ich einen Cut am Kopf hatte, der ein bisschen geblutet hat. Und die Wunde, die heilt gerade und deswegen juckt sie. Das kennt man ja. 10%, 20. Erreiche die Kammer, Alpha. So, ja, schaut hier vorbei, ein Kalmar schaut da vorbei. So, dann fliegen wir mal ganz gemütlich Richtung Heimat. Irgendwelche Einstellungen zu tun, während wir hier unterwegs sind? Ich glaube nicht. Das andere läuft ja. Wobei, ich kontrolliere mal zur Sicherheit, ob alle noch genügend Schiffe haben. So, hier haben wir Verkauf, Kauf, Kauf. Okay. Tatsächlich 2 Einkäufe und 1 Verkäufer. Hier fehlt ein Schiff.
Hier ist einer abgeschossen worden. Nämlich, ich hatte einen Versorger, der Silizium ins Hauptquartier geliefert hat. Ich meine, das habe ich mittlerweile hätte ich eh eingestellt, aber hier brauchen wir noch ein Schiff, weil ich muss zwei, die Silizium verkaufen haben, weil sonst wirft die viel zu wenig ab. Okay, also Schiff Nummer 1 produzieren. Hier. Der verkauft, der verkauft, der kauft und der kauft. Das passt, die brauchen nichts. Hier. Der verkauft, der verkauft, der verkauft. Also der ist unterwegs. Der macht nichts. Der macht auch nichts. Die kaufen nicht. Der verkauft auch nicht. Der verkauft gerade ein Gigaschuh-Schild. Okay. Ja gut, die müssen wahrscheinlich nichts holen, weil die Lager voll sind. Ja. Okay, das passt auch. Hier haben wir ja eh nichts zu tun. Die hier. Vier Schiffe. Verkauf, Verkauf, Kauf, Kauf. Das passt auch noch. Nur sechs. Du lieferst Mikrochips zur Station. Genau, zum Hauptquartier. Du darfst sie verkaufen. Das passt auch. Und ihr kauft ein. Passt auch noch. Okay, scheint alles im Grün zu sein. Und zum Schluss noch hier. Kaufe Ware, verkaufe, verkaufe. Okay, wir brauchen ein neues Schiff, das Silizium verkauft. Also Hauptquartier. Dann lass uns mal kurz. Kurz hier unten ein Piratenschiff produzieren. Ja. Und währenddessen haben wir den Sektor auch fast durchflogen. So, auf diesem Langflug kann man solche schönen Sachen immer machen, ohne dass man in Stress kommt. Wenn man das Tor verpassen könnte. Erreiche die Kammer Gamma. Wenn wir hier eh schon auf dem Weg sind und der hier mal wieder was anbietet, dann schauen wir doch auch mal kurz vorbei. Computerwerk Alpha. So, jetzt dürfte gleich das Hauptquartier schon fertig sein, weil das dauert ja nicht lang, das Piratenschiff, das kennen wir mittlerweile. Demnächst die Nachricht kommt. Eingehende Genau, da Nachricht. ist es schon. Hauptquartier hat keine Produktionsaufträge. Wunderbar. So, wo bist du hier? Dock mal bitte an. Andockerlaubnis erteilt. Warte mal kurz drauf. Ja, komm schon. Mal meine Zinse an. Okay. Gut, dann hier habe ich das letzte Mal einen neuen Ausrüstungsplan gespeichert. Bedeutet, ihr müsst jetzt alles haben, außer Energiezellen. Weil Fracht übernimmt er ja nicht. Energiezellen So, alle transferiert. anderen Einstellungen müssten passen. Gut, Laderaumerweiterung, das mache ich hier nie rein. Ist zu teuer, lohnt sich auch nicht. So, dann wirst du gleich mal umbenannt. Nämlich jetzt für die Siliziummine verantwortlich. So. So, Stationseinstellungen. Nanokonsole, Heimatbasis. Große Niederlage. Siliziummine. Moment, hier mal fliehen. Okay, das habe ich falsch gehabt. Okay, aber das ist egal. Das kann ich noch so einstellen. Kommando So. akzeptiert. Viel Spaß. Dann können wir hier mal Sie sprechen anfunken. mit dem Automat. Was? Ich übermittle jetzt die. Kartografie-Chips für 400.000. Ne, das lohnt sich. Gut, dann geben wir jetzt ein bisschen Gas, fliegen zum Hauptquartier. Mal noch ein bisschen Action in die Folge reinkriegen. So oder so schon wieder ewig. Aber was man noch nie ausprobiert. Also, ich hatte auch nie eine Reaktion darauf bekommen. Ich kann mich erinnern, ich habe das ist bestimmt schon mehrere Wochen, Monate her, zig Folgen her, wo ich das mal. Erreiche die Kammer Epsilon.
wo ich mal gefragt habe, ob schon jemand mal einen Sprungtor oder einen transorbitalen Beschleuniger mittels Traktorstrahl versucht hat zu verschieben. Ich habe nie eine Antwort drauf bekommen. Selber habe ich es auch nie ausprobiert. Sollte ich vielleicht irgendwann mal machen. Auch hier ein Traktorstrahl drin. Ne, ich hatte ihn drin, den habe ich wieder ausgebaut. Space Lab Hauptquartier. Könnte ich aber trotzdem mal ausprobieren. Muss ich natürlich vorher speichern. Könnte ich mal so zwischen zwei Aufnahmen machen. Amdock-Vorgang Um erfolgreich. zu testen, Willkommen ob dann zu Hause irgendjemand an auch Bord. feindlich Verbindung zum springt oder örtlichen sowas. Handelsnetzwerk hergestellt. Weil ich das Ding dann versuche zu verschieben. So wie ich ja versucht habe, die Station zu retten und die dann auch feindlich springt. Das war ja auch ein bisschen strange. Zwei So, die Gigajoule-Schild. Transfer 1 Gigaschutzschilde raus. GJ-Schild. Transferiert. So. 13 2 Gigaschutzschilde hier schon auf Lager. Okay, das ist krass. Der juckt gerade echt ekelhaft. Sorry, dass ich mich hier immer wieder am Kopf kratzen muss, aber das ist gerade echt unangenehm. Auch wenn es natürlich gut ist, weil die Wunde dann irgendwie abgeheilt ist, aber 200 das ist schon ein bisschen Megajoule-Schild nervig. entfernt. Moment, ich sollte vielleicht auch 5 auf meinem Schiff 200 lassen. Megajoule-Schild installiert. So. 25 MJ-Schild transferiert. Jetzt passt's. Jetzt kann ich nämlich auch gleich die Athene hier. Panzertruppenhändler. Ne. Ah. Gut. Kleine Sekunde. So, wieder da. Okay, das ist dann Unihändler Nummer 16. Dann können wir den nämlich jetzt losschicken. So, Athene gepanzerter Transporter. Name ändern. So. Unihändler Nummer 10. So, dann kriegst du jetzt noch deine Energiezellen und dann schicke ich dich. Ich probiere es nochmal. Nach Ding Energiezellen. imperialer Grenzbereich. Jetzt haben wir ja eingestellt, dass der nicht mehr auf feindlich steht. Aber ich schaue trotzdem noch meiner Kommandokonsole nach. Nee, Paraniden sind keine Feinde. Okay. Da gibt es ja nichts zum Umstellen beim Unihändler. Gut, dann schickt man den jetzt rüber. Bringe den Sektor imperialer Grenzbereich. Kommando akzeptiert. So, ich docke jetzt nicht ab, weil wir haben gerade gesehen, der ist direkt neben uns abgedockt. Wenn ich das jetzt mache, dann ramme ich den bestimmt aus Versehen. Deswegen schauen wir währenddessen mal kurz, wo sie unsere beiden Problemfälle rumtreiben. Ödland, okay, der hat da noch 1, 2, 3, 4 Sektoren. Das ist jetzt gar nicht mehr so weit. Und der Falke Frachter, der ist immer noch in Rolks Vermächtnis oder fliegt er schon wieder zurück? Der fliegt schon wieder zurück. Okay, der war also schon in Herzenslicht oben und der ist jetzt wieder auf dem Rückweg, weil er eben in Herzenslicht gemerkt hat, oh, der ist ja gar nicht mehr da. Dann fliege ich mal zurück. So, ist unser Unihändler 16 schon rausgesprungen? Nee, ist er noch nicht. Warte, bis der rausgesprungen ist. Nicht, dass ich den aus Versehen ramme, während ich jetzt abdocke. Wäre ja nicht das erste Mal. Na komm schon. So lange kann es doch nicht dauern. Aktiviere deinen Sprungantrieb und gut ist. Ja, weg ist er, okay. Gut, dann können wir jetzt auch wieder abdocken. Autopilot deaktiviert. Ja, ich fliege halt immer gern so direkt ab und folge nicht den Lichtern. Soll man ja auch nicht den Lichtern folgen. Komm, wir fliegen mal wieder bei der Boron-Forschungsstation vorbei. Einfach nur, weil wir schon lange nicht mehr da waren. Nicht, weil es da was Besonderes geben könnte. Einfach nur, um mal wieder Hallo zu sagen. Die Kammer Delta. So, war ja lange Zeit unser bester Freund hier. Königliches Forschungszentrum der Boronen. Wir fragen mal nach.
Sie sprechen mit dem automatisierten Ah, die Entdecker gilt Kommunikationssystem. es haben. Was habt Willkommen ihr? in der Ent Bitte wählen Sie eine Belohnung für Ihre Entdeckungspunkte. Nö, da braucht man nichts von. Sie Das lohnt sprechen mit sich dem nicht. Automatisierten. Sie sprechen Sektorkarten, mit dem genau. automatisierten. Wir sind. Ich werde Ihnen die Informationen jetzt zusenden. 800.000, das lohnt sich einfach nicht. Was mich schon ein bisschen nervt, sind die Sektorkartenverkäufer. Ich habe doch schon alle Sektoren besucht oder habe ich etwa irgendeinen mittlerweile vergessen? Warum bieten die das immer noch an? So, wir fliegen jetzt einmal noch kurz im Kreis. Schauen wir bei unseren Sonnenkraftwerken, also nicht bei unseren, aber bei den Sonnenkraftwerken. Und da kann man vorbei. Vielleicht haben die ja irgendwas Lukratives zu vergeben. Und wenn da nichts sein sollte, dann hüpfen wir wieder raus. Die Kammer Beta. Sonnenkraftwerk Zumindest M eins der Alpha. beiden Kraftwerke bietet das an. Meine ich jetzt auch nur irgendwie 300.000 oder sowas. Sie sprechen mit dem Auto. Was wünscht? Ich übermittle jetzt die angeforderten Informationen. Eigentlich wäre es gar nicht so Sie uninteressant sprechen mit für dem den Preis, automatisierten aber. Beacon. Akzeptieren Sie diesen auch? Und ein Taxipilot, aber da ich habe jetzt keine Lust, kaputte Schiffe aufzukaufen und ihren Gewinn bringt zu verkaufen. Ich habe auch nur noch 400, Moment, ich habe nur noch 400 Energiezellen. Ja, dann nutzt man die Gelegenheit doch und tanken mal kurz auf. Wenn wir eh schon so nah am Sonnenkraftwerk sind. Andockvorgang So. erfolgreich. Königin Atreus und das Königreich Bo. In Verbindung zum So, was habe örtlichen ich denn eigentlich sonst noch Handelsnetzwerk als Fracht an hergestellt. Bord? Eigentlich nichts mehr, oder? Habe ich wieder irgendwelche. Doch, einen ferngelenkten Gefechtskopf habe ich noch. Eine Hummelrakete habe ich auch noch. Und den Traktorstrahl, den habe ich doch noch dabei. Okay. Das heißt, ich könnte das Experiment theoretisch wagen. Überleg's mir mal. Autopilot deaktiviert. Aber jetzt hüpfen wir erstmal raus. Hier, Zitadelle des Herzogs, gibt es immer noch das rote Ausrüstungsdock. Da muss doch irgendwo hier in der Nähe auch. Hier ist meine Aran. Hier sind die Korsaren. Schauen wir mal hier. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20. Einfach mal wieder bei den Paraniden vorbeischauen. Erreiche Ruhe des Pontifex. So. Da haben wir eventuell eine Killaufgabe. Sie sprechen mit dem Automaten. Was? Wie alle benötigten Informationen werden ge. Ein Pirat zerstören? Nee, da habe ich gerade schlechte Erfahrungen gemacht. Also nicht gerade, sondern vorhin. Möchte nicht nochmal sterben. Photonenimpuls. Sie sprechen mit dem. Was denn? Sind Sie in der. Er will sein Schiff zurückhaben. Nochmal ein Killauftrag, aber fragen wir erstmal bei dem da hinten nach. Quantum Röhrenfabrik Alpha. Sie sprechen mit dem Auto. Was? Ihre Kontaktaufnahme? Sind Sie bereit? Eine Heimoperation, na gut, 4 Millionen ist natürlich schon verlockend, aber diese Art von Aufträge machen wir nicht. Produktionskomplex schwere Waffen. Sie sprechen mit dem. Was? Die benötigten Informationen Wir werden schützen Ihnen. für 74.000, das lohnt sich doch nicht. Da kostet ja die Reinigung mal der Waffen mehr. Nee, das Tor, machen wir nicht. Freyas Rückzug. Beziehungsweise die Munition kostet mehr, da ich ja Munition verbrauche hier. Kostet die Munition wahrscheinlich echt mehr, wie dass ich doch so einen billigen Auftrag kriege. Also, nächster Sektor, schauen wir mal. Erreiche Freyas Rückzug. Hab Bauauftrag, verdammt, kann ich gerade nicht machen. Sonst gibt es hier nichts. Liegen einfach eins. Glaubensquelle. Jetzt könnte ich natürlich in Glaubensquelle auch einfach eine Erzmine oder sowas bauen. Erz 40 haben wir hier. Was haben wir noch?
Erz 51 war auch ganz okay. Silizium 70. Silizium 72. Nee. Nee. Lohnt sich nicht. Aktuell lohnt sich es nicht. Fliegen wir doch in den Norden. Aufs Nordtor. Warte, wie gesagt. Wenn der Mammut fertig ist, dann bauen wir einen Reich des Kardinals. Beta. Kleinen Freudenkomplex. Also, Schneckenfarm. ja, M. jetzt Gamma. ist wirklich kein Puff. Xenon-Patrouille, nee, sondern Raumkraut. Das ist ja dann auch quasi Freude. Ist nichts los hier unten, nee. Bei den Paraniden ein bisschen rumfliegen. Und wir springen mal in die dritte Erlösung. Ich weiß nicht, ob ich weiter schon. Habe ich da jemals, nachdem ich in dem Sektor wieder aufgedeckt Sprungantrieb hatte? abgeladen. 10% Kann mich nicht erinnern, dass ich in die dritte Erlösung so oft war. Sektor ist mir nur so im Kopf Erreiche die dritte Erlösung. wegen Unternehmensprobleme. Der Plot bei Albion Prelude, da muss man hier ständig Erweiterte vorbeischauen. Satellitenbewertung. Sie sprechen mit. Was wünschen Sie? Wie heißt der Moment? Sie sprechen mit dem automatisierten Ululugu. Kommunikationssystem. Form. Was wünschen Sie? Ich übermittle jetzt die angeforderten Informationen. 500.000 nur für 13 Militärangestellte. Habe ich bessere Angebote schon Kraftwerk bekommen. L Beta. Sie sprechen mit dem Auto. Geheimoperation, also gerade ist wieder bescheuert mit den Aufträgen. Nichts Geiles dabei. Ich frage Sonnenkraftwerk trotzdem L mal, auch wenn wir Alpha. es eh nicht machen. Sie sprechen mit dem. Ich meine, ich hätte mittlerweile eine Paraniden-Schockwellengeneratorschmiede, was übrigens, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mittlerweile die Kohle hätte, den zweiten TL zu kaufen, aber Photonenimpulskanonenschmiede Alpha. so dringend brauche ich dann auch keinen zweiten. Sie sprechen mit dem Auto. Sie sprechen mit dem Automatik. Okay. Also die Belohnung ist natürlich schon geil, 12 Millionen, aber 4000 Sojakrütze, das kann ich einfach nicht liefern. Dicke habe ich es nicht. Und dann haben wir jetzt alle abgefragt. Mein Auge dreht schon wieder. Diesmal das andere. Ist hier auch nichts. Das sind die beiden Traktorstrahlfertigungsanlagen, genau. Ja, dann machen wir halt ein bisschen Galaxiehopping, wenn es hier nichts gibt. Rocks Vermächtnis. Komm, wir schauen mal bei dir vorbei. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20. Ein bisschen zäh, weil nichts passiert. Erreiche Rocks Vermächtnis. Kann ich allzu viel machen? Sie sprechen mit dem Auto. Wie kann ich akzeptieren Sie diese? Also zumindest so Sie sprechen mit infrastrukturmäßig. dem Automat. Was sind Sie? Weil mein TL noch im Betrieb ist, im Betrieb, Satellitenfertigung, Alpha. noch einen laufenden Auftrag zu erfüllen hat. Und lukrative Aufträge sind gerade ein Sie bisschen rar sprechen mit dem. gesät. Was wir, diese Aufgabe ist schwieriger als andere. Bitte vermeiden Sie während. Gibt's keinen Agent? Apropos Agent. Komm, schauen wir mal da rein, wenn es sonst gerade so ein bisschen zäh ist. Okay, wir haben immer noch fünf, die haben nichts zu tun. Wir haben fast überall vollen Einfluss. Genauso bei Atreus. Und bei Otas. Komm, wir sammeln mal ein bisschen Einfluss bei Atreus. Aaron Keppel, der soll sich jetzt voll aufbrauchen und dann, aus nicht mehr der Fantasie. Kann man das nie merken, wo das. Kommando Also ich akzeptiert. weiß auf der Karte, wo es ist, aber vom Namen her kann ich mir nie merken, wo das Hauptquartier von Atreus ist. So, wie schaut's denn mit meinen. Verdammt, jetzt ist er darüber gesprungen. Ich habe ihn vergessen zu starten. Mein neuer Unihändler. Imperialer Grenzbereich.
Handel. Statussektorhandel. Kommando Bitte. akzeptiert. Attacke. So, endlich. So, und jetzt nochmal hier reinschauen. Der ist auf 7, ist der erste. Okay, der braucht noch. So. Wo fliege ich jetzt eigentlich hin? Wir probieren es mal bei den Argonen. Vielleicht ist da mehr zu tun. Ist das ein neuer Auftrag? Ich Sie glaube. sprechen mit Was ich möchte, jetzt werden Ah, da ist doch übertragene was. Daten. Dieser Auftrag Okay, könnte an, sein breiter Schwert für Graben. jemanden wie du wollen profitieren. 4,2 Millionen kommen. Das machen wir. Erzmine L-Alpha, breiter Graben. Erzmine L-Alpha, die ist hier. Das bedeutet, wir müssen doch zum Westtor springen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Dann machen wir das doch schnell. Erreiche breiter Graben. Können wir unseren Turbo Booster auch mal wieder durchpusten? Erzmine L-Alpha. So, gleich. So, einmal austrudeln lassen und andocken. Sendet Ware auf dein Schiff. So, Erzmine M Alpha, Rolks Vermächtnis, die ist wo nochmal genau? Erzmine M Alpha, Nordtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20. Gut, dann können wir doch hier zum Abschluss von der Folge hier noch ein bisschen Kohle Erreiche mitnehmen. Rolks Vermächtnis. Immerhin etwas. Die ist auch 36 Erzmine Kilometer weg. L-Alpha. Dann bemühen wir doch gerade noch mal unseren Antrieb. So, und bevor wir reinrauschen, schnell den Landecomputer an. So. Andockvorgang erfolgreich. Königin Atreus. Verbindung eingehende Wunderbar. Nachricht. So, jetzt haben wir 101 Millionen hier auf dem Girokonto. Jetzt könnten wir das, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, eigentlich ein M2 kaufen. Mein Favorit ist ja nach wie vor die Boreas. Die würde ich sogar kriegen für 91 Millionen. Relativ schnell. Aber die Bewaffnung, ich weiß, ich meine, die M2s habe ich mir natürlich jetzt nicht mehr angeguckt. Ich habe mich in Albion Prelude damals mal miteinander damit auseinandergesetzt, so wollte ich sagen. Und habe mich damals eben für die Boreas entschieden. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, ob die auch ein bisschen beschnitten worden. Beschnitten worden ist. Sprich, ob die jetzt weniger Bewaffnung hat wie davor. Ich vergleiche mal. Die hat 6 Geschützkanzel mit 26 Waffen. Waffentypen will ich jetzt mal nicht direkt vergleichen. Will sie einfach mal vergleichen mit. Verdammt, hier ein Herzenslicht gibt's. Ist ein Satellit abgeschossen worden. Da war nämlich immer ein. Dann gehen wir mal Wolkenbasis Südost. Gleich mal mit der Titan. Die hat 40 Waffen, okay, deutlich mehr. Aber natürlich auch nur halb so schnell. Hat aber bessere Schilde. Aber Moment. Die Boreas, glaube ich, wirklich ver. Wie schaut es hier aus? Gibt es Achtung, hier noch den wichtige Megalodon? Durchsage. Ja. Das ist natürlich am teuersten. Aber ist natürlich ein. Ja, gut, ein M2 Plus ist natürlich schon ein Monster mit seinen 52 Waffen. Und seinen 12 Gigajoule Schilden. Wäre natürlich schon mächtig. Gut, den könnte ich mir jetzt so. Kann ich mir natürlich leisten, wenn ich Geld abzwack von meinen Fabriken. Relativ großen Laderaum.
Was, wenn dann gleich mit dem dicksten von allen anfangen, mit dem M2 Plus? Bildenergiegenerator 14.200, das muss ich mir mal merken und das mal kurz vergleichen. Einfach nur, damit ich es auch mal weiß. Weil, wie gesagt, habe ich schon lange nicht mehr mit solchen Schiffsklassen auseinandergesetzt. Ja, auch nicht wirklich die Kohle dafür. Okay, der hat weniger Hülle. Schildgenerator ist ungefähr der gleiche. Maximale Laserenergie ist hier minimal geringer. Dafür, dass er 12 Waffen weniger hat, hat er verhältnismäßig mehr Laserenergie in der Maximale. Ich glaube, die Titan ist sowieso jetzt nicht so ein Bombenschiff. Mal bei den Split vorbeischauen. Die so anbieten. Und die hier, okay, kann ich mir gar nicht leisten. Okay, werde ich mir auch nicht leisten können, weil ich den Rang ja gar nicht so weit hochpushen kann. Na gut, dann machen wir jetzt an der Stelle mal einen Cut. Ich schaue mir das mal noch kurz an und Achtung, vielleicht technische brauchen wir in der nächsten Störung Folge auf unseren ersten Ebene M2. 0, Schauen wir Sektion mal. 3. Wir sehen uns. Bis zur Macht's gut. Bis Beseitigung dahin. des Ciao, ciao. Problems ist dieser Bereich.